Servus Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword. Ich gehe hier gerade nochmal mit Absicht in den Terry-Laden rein, weil hier gibt es tatsächlich noch ein Herzteil. Das bedeutet, ich habe alle Herzcontainer? Oder braucht man doch nicht jede Herzding-Bumm? Wie viel braucht es? War es 1600? Ist zwar teuer. Ja! Okay, Sensorbar, Entschuldigung. Du willst nicht, dass ich das Herzteil kaufe. Okay, alles klar, verständlich, Kappa. Ich würde es aber gerne kaufen, weil ich habe genug Geld. Ist das möglich, Sensorbar? Nein, 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 rüber. Sensorbar, ja, ja. Drück einfach drauf. Sensorbar hat gerade wieder seine Tage. Ich weiß nicht, was da los ist, weil ich habe die ja an der Wii U angeschlossen, so wie sonst, so wie die letzten Male, wo es super funktioniert hat. Ich habe nichts verändert und jetzt geht es einfach plötzlich wieder nicht. Okay, Geld haben wir verloren, perfekt. Das ist hoffentlich das Letzte, was es noch gibt zum Kaufen. Das ist nur so eine blöde Insektenmedaille und die brauchen wir wahrscheinlich nicht. Oder ist da jetzt noch irgendwas? Nee. Gut. So. Wir haben noch kurz was zu schauen, zum Gucken. Denn der Manu hat was in die Kommentare geschrieben wegen... Wegen so einem Würfel. Ich muss gleich mal gucken, was der Kommentar nochmal war. Und ich war mir nur kurz machen. Okay, Guys. Manu hatte gesagt, wegen dem Form Dungeon bei der Wasserquelle mit dem Würfel. Ich habe jetzt gegoogelt, was der für ein Würfel meinen könnte und den müsste ich schon geholt haben. Das war das mit dem Fallen, was ich ja gemacht habe. Und das weiß ich, glaube noch ganz gut, dass ich es gemacht habe. Deswegen mache ich da jetzt nichts mehr. Sondern wir gehen zum Siegelhain, denn da soll ein Gerone sein. Oder da ist ein Gerone, der noch was für ein Herzteil braucht. Das hat man auch geschrieben, deswegen wollen wir das jetzt gleich mal machen. Wir müssen da ja eh hin, wegen dem Zeitportal. Frage ist... Wir gehen Siegelhain. Siegelhain hört sich am besten an. Für den Gerone. Wir haben ja schon zweimal mit dem geredet, glaube ich. Aber dass der Herzteil-Mission hat, das ist mir neu. Ach so, jetzt kommt der Verbannte wieder, ne? Wieso ist das hier so... War das schon immer Holz? War das da schon immer? Keine Ahnung. Aber wie komme ich denn jetzt nochmal zum Corona? Warte mal. Ich will noch nichts mit dem Verband machen. Ich will ja noch kein Zeitportal öffnen. Ich will einfach nur diesen blöden Geron finden. Und er müsste da drin sein. Und dann wieder raus. Und dann den Weg entlang. Und dann müsste da ein Geron sein. Oder kommt jetzt erstmal eine Sequenz, oder? Nicht? Komm ich doch noch raus? Komm ich etwa doch noch raus? Guck mal, da kann man buddeln, oder? Nee. Da habe ich irgendwas her. Dann ist es doch auf der Seite. Ah. Thanks. Und die lassen mich sogar raus. Das ist sympathisch. Nicht, dass das Spiel mich jetzt irgendwie zwingt, weiterzumachen. Das ist von Vorteil. So, da können wir wieder was malen, glaube ich. Da, oder? Du hier? Da unten nimm dich schon wieder von diesen fiesen Kerlen. Kannst du sie mir noch einmal aus dem Weg räumen? Da fällt mir ein, ich habe erst kürzlich ein paar Himmelsfalter hier flattern sehen. Aber leider verstehe ich also gar nichts von Musik. Eine kleine Melodie, die käme mir jetzt gelegen. Ach so, warte mal. Muss ich es bei dem machen, oder? Soll ich es einfach mal hier machen? Okay, aber das bringt mir jetzt ja nichts. Doch! Heiliger Kiesel, ich habe mich erschreckt. Was für eine Entdeckung! Das ist der Fund des Jahrhunderts! Tschüss. Dieses Siegel, das muss eine Wand der Göttin sein, ich bin mir sicher. Ja. Ja, sure, ja, sure, ja, sure, ja. Hatten wir schon ein paar Mal. Theoretisch. Jetzt pass auf. Zack, 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 zack. Jawohl. Geld. Ja, und Gerone. Okay. Bro. Du hier, da unten bimmelst du wieder. Achso, ja, ja. Wieder nochmal. Weißt du was? Komm, was da wolle. Ich forsche einfach weiter. Die Kraft der Wand der Göttin wird bald wieder erwachen. Und ich möchte, dass du mir dann bei meinen Nachforschungen hilfst. Okay, ich glaube, wir haben das jetzt geaktiviert. Soll ich die jetzt aus dem Weg räumen? Mache ich einfach, oder? Ja, die sind do it. Die sind do it. Wie geil.
Und schön nicht anvisieren, dann machen die auch irgendwie nichts. Zack, zack. Zack, zack. Woo! Stopp. So macht es doch Spaß und Laune. Und da ist schon mal so ein goldener Totenkopf. Okay. Das ist schön, ja. Aber jetzt wollen wir gleich ins Zeitportal. Uns fehlen immer noch drei Insekten. Wo soll die denn sein? Ach, keine Ahnung. Wir lassen den Gorone jetzt wieder seine Forschungen betreiben. Und jetzt wird's spannend. Jetzt geht's zum Zeitportal. Ich habe keine Ahnung. Also wirklich gar keine, was da jetzt passiert. Ich kann mir auch überhaupt nichts vorstellen, tatsächlich. Ich habe echt gar keine Ahnung. Aber Zeitportal muss irgendwas mit der Zeit dann zu tun haben. So. So. Das Schwert. Es trägt die drei Flammen in sich. Gut gemacht, Tobi. Das Schwert fließt nahezu über Vorkraft. Diese Kraft. Die Force. Wie in Star Wars. Tschüss. Die heilige Kraft, die die alten Götter dieser Welt hinterlassen haben. Diese Kraft wird in der Hymne der Göttin besungen. Und nun erfüllt sie dich und dein Schwert. Nun denn, Tobi, öffne das Zeitportal. Ich bin jetzt ein Jedi mit der Force, mit der Macht. Diese Kraft, dein Schwert wurde durch die Force gestärkt. Triff nun das Zeitportal mit dem Himmelstrahl und es wird sich sicher öffnen lassen. Ja, wir können Zelda wiederholen. Stelle dich auf diese Plattform und lass die Kraft des Schwertes in das Zeitportal fließen. Ich meine, was ich schon alles erlebt habe in dem Spiel gerade, ne? Das fällt mir jetzt schon auf. Was ich hier schon Monate verbringe, ne? Ui. Ah! Bei der Göttin. Das Siegel wurde erneut gebrochen. Er ist wieder erwacht. Ja, das war klar. Vielleicht eine Reaktion auf die heilige Kraft, die von deinem Schwert ausging. Aber wir müssen das Schwert einsetzen, um das Zeitportal zu öffnen. Wir haben keine andere Wahl. Tobi, du musst diese Bestie ein weiteres Mal bannen. Hahaha, endlich. Was? Endlich kann ich es ausprobieren. Dagegen kann dieses Vieh nicht anstinken. Ha. Quatsch dir ruhig noch ein bisschen. Ich gehe schon mal vor. Oh je. Oh je. Mann, wie war denn das? Es gab doch irgendeinen Trick, den man da jetzt machen kann. Ach komm, Leute, das ist... Mir ist egal. Ich hab's vom Mischverschonen bekommen. Jetzt können wir mal gucken, wie wir das jetzt nochmal machen. Auf jeden Fall gab's irgendeinen Trick, aber ich weiß um Gottes Willen nicht mehr. Hey, Tobi! Wo kommt das da oben jetzt eigentlich her? War das schon davor da? Sieh dir das an, das ist meine mächtige Geheimwaffe. Oh Gott. Mein mächtiges Katapult. Da fällt dir nichts mehr ein, was? Ich muss gestehen, ich habe mich dafür auch mächtig ins Zeug gelegt. Du Maschine. Schau gut hin. Eine Bombe. Die ganzen Schienen rund um diese Grube habe ich ganz alleine gelegt. Klasse, was? Ach so. Ich bin selbst ganz begeistert von mir. Ich wusste gar nicht, dass ich so vielseitig begabt bin. Jetzt geht es nur noch, das Katapult in Stellung zu bringen und dem Kerl eine ordentliche Ladung zu verpassen. Oh je. Mit so ein paar Bomben sollten wir selbst einen Koloss wie ihn für kurze Zeit außer Gefecht setzen können. Aber ein wenig zu früh kommt er mir schon. Ich muss hier noch ein paar kleine Vorbereitungen treffen, um das Katapult bewegen zu können. Ich melde mich, wenn ich soweit bin. Bis dann bist du ganz auf dich allein gestellt. Na, ganz toll. Okay. Ich pack das. Ich mach das schon. Das ist kein Problem. Zack. Ach so, ich kann gar nicht. Ach so. Hui. Imprisoned One. Oder wie du heißt, keine Ahnung. Der Verbannte in dem Ding drin. Guten Tag, Monsieur. Das Ding hält auch überhaupt nichts aus. Lecker. Guten Tag, du komisches Viech, was ich nie verstehen werde, was du bist. Danke. Oh je. Yeah. Wie diese ekligen Pfoten da. Haben die das schon davor oder waren das davor nur Beine? Das waren doch davor nur Beine. Der Verbannte. Jetzt hat er Hände und ist ein bisschen groß und oh nein, nicht das. Was ist das? Dieses Mal sind ihm Hände gewachsen. Die perfekte Gelegenheit, dir meine Erfindung zu demonstrieren. Ich bereite alles vor und gebe dir Bescheid, wenn ich bereit bin. Kämpf du so lange mit ihm oder so. Ja, danke. Jawohl. Nein, sein Sober macht keine Faxen. Jawohl. Hallo, kleiner Mann. Großer Mann. Großer Mann. Jawohl. Trisch mich nicht. Trisch mich nicht. Nein, trisch mich. Nein! Trisch mich doch. Der Killer ist aber da nicht hoch. Du willst mich verarschen. Du musst dein Leben chillen, Bro. Ich muss auch deine Füße kaputt machen. Hey, Tobi, mein Katapult ist bereit. Wenn dieses Vieh die Hände Wände hochklettern will, können wir ihm damit eine Ladung verpassen. Wenn du meine Hilfe brauchst, dann ruf mich einfach durch Drücken von Steuerkreuz nach oben. Lol. So, jetzt bin ich dran.
Bewege das Katapult mit Hilfe von Handschlag und verwende die Wii-Fernbedienung zu zielen. Durch Drücken von A schießt du die Bomben ab. Greif an, wenn. Okay. Wenn du dir mit der Bedienung des Katapults nicht drückst, einfach zwei, um nachzusehen. Alles, oh je. Yeah. Zack. Tschüss. Na, wie gefällt dir mein kleines Spielzeug? Da machst du Sorgen, was? Das hättest du mir nicht zugetraut, oder? Ich lege schon mal das nächste Geschoss ein. Sag mir Bescheid, wenn es losgehen soll. Okay. Danke, Bro. Ich mach ihn fertig. Ich mach's fertig. Hau drauf, hau drauf, hau drauf, hau drauf, hau drauf. Hau alles drauf. Nein! hau drauf, mach alles weg. Mach den ganzen Euterzeug, was auch immer das sein soll, weg. Brokkoli-Saudelmüll. Zack, zack, zack. Fällt jetzt hin? Der fällt jetzt hin. Jetzt muss ich das da, glaube ich, angreifen, ne? Muss ich das da jetzt angreifen? Nein, nicht runterfallen! Nein! Link! Muss ich jetzt angreifen? Ich weiß es nicht. Muss ich, ja, muss ich, muss ich. Muss ich nochmal, muss ich nochmal. Jawohl! Ich mache einfach irgendwas. Okay. Das ist. Herz ist. Ja. Mhm. Lecker, wieder. Blöde Kuhmelken-Dinger. Überhaupt nicht eklig. Ne, ich brauche den noch gar nicht. Und Sensorbad auch gerade wieder Fax und Solos gemacht. Chill, 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 chill! Crap. Würde ich leichter springen können, wäre man dem einfacher. Zack! Was? Hey, keine, der will doch gar nicht klettern. Ja, wichtig! Nein! Oh mein Gott, ich hab's verkauft. Kann man das da nicht irgendwie ausweichen? Ah, ich kann wieder Katapult schießen. Du kletterst da nicht hoch, sorry. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Beweg dich. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Jetzt muss ich auch noch warten. Nein, nur weil die Sensor... Jetzt verkacke ich wegen der Sensorbar. Ich werde behindert. Chill! Nein! Du blöder Spaß, du blöder, ich hasse dich. Du musst da runter, du musst da runter. Link, du musst da runter. Mach's weg. Nein, dreh dich um. Der Typ ist wieder bereit. Junge, aber ich versteh's nicht, was ich machen soll, wie ich das am besten mache, als ob es echt einen Trick gibt. Wieso hat er sich jetzt wiederbelebt? Was soll das? Wieso hat er die ganzen Dinger jetzt wieder? Und wieso ist er fast oben? Warum aktiviert... Ich hab schon lange A gedrückt, wo ich da rechts war und aktiviert ist das erst 5 Jahre später. Bruh. Überhaupt nicht Betrug, ne? Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss. Wie ich das am besten mache. Ich hab absolut keine Ahnung. Guck schon wieder. Ich krieg ja jedes Mal ein Herz weniger. Da ich komme ja nicht durch. Der bewegt sich viel zu schnell. So. Ein Fuß down. Junge, hampel doch nicht so viel jetzt und mach hör auf, die ganze Zeit diesen Scheiß zu machen. Kann das mal kaputt gehen? Danke! Junge, ich habe schon wieder viel zu viele Herzen verloren. Ich verstehe überhaupt nicht, wie. Jetzt fahre ich schon wieder runter, oder? Nee. Meine ich. Meine ich. Ja, ich komme jetzt nicht durch! Hallo! Unfair! Unfair! Ich komme durch. Chill, chill, chill! Chill, chill, chill! Alter. Oh, jetzt geht er noch mal weiter hoch, ne? Ich bin zu blöd für diesen Boss. Ich bin einfach zu blöd für diesen Verbannten. Und der ist ja ganz oben jetzt. Hä? Was zum Fick soll ich denn tun? Jetzt bewegt er sich noch schneller. Jetzt macht das kaputt. Alles klar. Und ich bin Game Over.
Okay. Wegen Sensor war verkackt. Nice. Und keine Herzen. Nice. Ist ja nicht wenigstens ein Sitz oder so? Natürlich nicht. Warum auch heilen dürfen? Sowas brauche ich gar nicht. Das ist so unfair. Das Ding macht, was es will. Ich ziehe so, nichts passiert. Nichts! Wo ist das Vieh jetzt schon wieder hin? Ey, das ist so scheiße. Real Talk. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts dafür, wenn ich verkacke. Okay, diese Dinger können ihn also wirklich kurz bewegungsunfähig machen. Ja, warte, chill, chill, chill. LOL, ja, deswegen hat Fai das gesagt, dass ich Bardo einsetzen muss. Okay, das ergibt doch schon mal mehr Sinn. Ja, hallo, geh doch mal kaputt! Danke, wie viel braucht das Ding? Okay, aber jetzt gibt's schon mal mehr einen Trick, alles klar. Aber verkacken werde ich wieder, weil er hochklettern konnte. Jetzt komme ich wieder nicht durch. Okay. Das ist so lame, ich muss hier runterspringen. Ich komme da gar nicht rechtzeitig wieder hoch. Komplett unmöglich. Der versperrt mir ja komplett den Weg. Oder komme ich doch noch? Komme ich doch noch? Nein, nein, nicht so. So. Mach so. Hallo. Link. Link. Sensorbar, mach doch. Wieso hat das jetzt nicht funktioniert? Wie hätte ich denn draufschlagen sollen? Ach, halt's Maul. Ich hasse diesen Boss so sehr, ich habe gar keinen Bock mehr. Der Fuß muss weg, der Fuß muss weg. Sehr gut. Sehr gut, so geht es doch viel besser. Yes. Okay, mit Bardo geht's eindeutig besser, aber jetzt habe ich wahrscheinlich trotzdem verkackt schon. Was ist auch für ein Betrug, dass ich hier immer wieder runterspringen muss? Ja, genau. Und er steht auch noch falsch. Das kann ich doch gar nicht schaffen. Wie soll ich das schaffen? Real Talk. Bis ich da bin, steht er wieder auf. Komm, bitte, bitte, bitte. Ja, er macht's. Oh. Was, 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 was? Schnauze halten. Ja, hat's was gebracht? Hat's was gebracht? Ach so. Okay. Aber sicher. Aber sicher. Wetten, ich muss noch mal machen. Ich muss so safe noch mal machen. Bardo, Bardo, bitte, Bardo, bitte, Bardo, bitte, Bardo. Tu was in deinem Leben. Tu einmal was in deinem Leben. Bitte. Bardo gönnt nicht. Bardo gönnt nicht. Bardo. Nein. Jetzt verkacke ich, weil Bardo. Bardo macht nichts. Bardo macht. Bardo macht. Nein. Bardo. Ja! Ja! Und Link ist direkt daneben! Komm schon! Nicht bewegen, nicht bewegen. Chill, 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 chill. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ach so, ich kann nur einen Fuß. Ach so. Nein, chill. Nein, chill! Du Spast! Okay. Ist mir scheißegal, wie viel Schaden ich da jetzt krieg. Komm, 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 komm! Fall um, fall um, fall um, fall um! Ich muss da nur noch hinkommen. Ich muss da nur noch hinkommen. Diese Scheißhände. Spring hier irgendwo runter. Natürlich ist wieder komplett am Arsch der Welt so ein Teil. Natürlich. Warum auch nicht? Komm schon. Komm schon. Ich mache jetzt seit 20 Minuten rum. Wenn der jetzt nicht gönnt, ne? Wenn der jetzt nicht gönnt. Oh, nochmal. Yes! Jetzt bitte hör auf! Oh! Was
denn das jetzt schon wieder? Geh einfach, ich hasse dich. Ich hasse dich so. Ich muss noch ein drittes Mal besiegen. Thanks. Sehr sozial. Meine Nerven und alles, Alter. Sieht voll aus wie ein Twilight Princess. Tss, zack. Und verschließen. Ach so, das muss ich wieder verschließen. Los, Tobi. Denke den Himmelsschraf in Ziegelstein. Schnell. Ja, ich beeil mich. Ich beeil mich. Ich beeil mich. Los, los, Link. Los, wir bauen den Himmelsstrahl. Sensor Bar. Was macht die denn? Danke. Danke, oh. Ich beende den Part jetzt auf jeden Fall. Was? So. Ich mach's doch. Ich mach's doch. Ja. Gott sei Dank. Das ist so eine Qual. Das ist so eine Qual. Perfekt. Du bleibst jetzt mal wieder kurz für kurze Zeit drin, danke. Gut gemacht, Tobi, aber ohne mich hättest du es sicher nicht geschafft. Und jetzt lass uns endlich dieses Zeitportal öffnen, ich gehe schon mal vor. Ja, bis zum leider nächsten Part, sorry. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, ein Like da. Ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Bardo hat mir tatsächlich geholfen, ja, das war sehr wild. Danke fürs Zuschauen, lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, lasst ein Abo da neu, ich würde mich sehr freuen. Und dann geht es beim nächsten Mal spannend weiter im Zeitportal. Hau rein, ein Tegel und einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal und ciao.